Herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming mit einem Mod-Spotlight-Video, also eine Mod im Rampenlicht, die wir uns gemeinsam im Detail anschauen. Und zwar geht es heute um die Easy Development Control Mod. Die kam gestern heraus, kommt von GTX, Downloadgröße 0,2 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Die Mod ist im Prinzip ein Testwerkzeug für Modder, Mapper und Content Creator oder Inhaltsersteller. Es dient dazu, dass man gewisse Sachen einstellen kann, vorbereiten kann oder eben auch einfach Sachen testen kann. Wir gehen gemeinsam jeden einzelnen Menüpunkt durch, die ich denke, haben einen Einfluss oder könnten von Interesse sein. Die Debug-Modes und so weiter, da gehe ich nicht im Detail darauf ein, weil ich kenne diese auch nicht. Als erstes, wenn wir das Easy Development Control aufmachen möchten, dann ist die Standard-Tastenbelegung die F12 oder man kann das natürlich entsprechend auch neu zulegen. Das Interface sieht folgendermaßen aus, und zwar haben wir hier ein Menü, das hat 8 Untermenüs und die schauen wir dann gemeinsam gleich mal an. Kurz vorweg einfach mal gerade die allgemeinen Einstellungen, und zwar geht es hier unten, das Zurücksetzen auf Standard betrifft alle Änderungen, die wir auf eine Tab gemacht haben. Das gilt also nicht für das gesamte Teil, sondern jeweils für den aktiven Tab. Hintergrund entfernen ist natürlich klar. Wir nehmen den Hintergrund weg. Wir werden dann sehen, dass es manchmal praktisch ist zu sehen, gerade was passiert. Deswegen kann man dieses hier ausschalten. So, wir starten natürlich mal mit dem ersten Tab. Und zwar ist das der General oder der allgemeine Tab. Und zwar gibt es hier verschiedene Optionen, wie zum Beispiel Geld hinzufügen. Wenn wir gucken, haben wir jetzt einen Kontostand von 169.597 Euro. Ich kann jetzt hier Geld hinzufügen, sagen wir mal 250.000. Enter drücken und dann haben wir jetzt 419.597 Euro. Wir können natürlich auch Geld entfernen. Nehmen wir mal 50.000 Euro weg. Dann haben wir noch 369.597 Euro. Wir können einen Geldbetrag einstellen. Das heißt, wir können sagen 1,25 Millionen. Und dann haben wir einen Kontostand, wie wir den festgelegt haben. Extra Timescales, wenn wir standardmäßig im Spiel sind, haben wir die Möglichkeit, die Zeit zu beschleunigen bis und mit 360-fach und die kann man erhöhen. Also wir können hier sagen, okay, wir können hier jetzt die Zeit schneller vorspulen. Wenn wir das bestätigen, können wir sehen, dass wir die Zeit jetzt 500, 2000-fach, 5000-fach und so weiter. Wir können sogar noch schneller gehen lassen. Stoppzeit, das heißt, wir können die Zeit einfrieren und dann bleibt die Uhr stehen und trotzdem können wir weitermachen. Das heißt, hier wird es jetzt nun auf immer und ewig 14.58 Uhr bleiben, bis wir dies natürlich dann wieder ändern. Den Flugmodus, die ihr habt gesehen, wir befinden uns gerade im Flugmodus, den können wir hier ein- oder ausschalten. Wenn wir den ausschalten, dann falle ich einfach zu Boden. Wenn ich den einschalten, kann ich sagen Flugzustand ein und dann kann ich mit der Q oder der E-Taste die Höhe verändern. Natürlich die Vorwärtsbewegung ist W, S ist seitlich, D ist seitlich und S ist zurück. So, wir können sehen, ich habe im Moment den HUD eingeschaltet, das heißt also Handgerätwechsel und das F1-Menü ist sichtbar, das kann man natürlich standardmäßig ausmachen. Ich kann hier den HUD ausschalten und dann habe ich absolut nichts mehr, was mein Bild stört. HUD-Eingabe kann ich ein- und ausschalten und dann kommt die Objekteingabe entfernen. Das ist eine sehr praktische Sache. Ich gehe da mal ein bisschen nach vorne zu dem, was ich vorbereitet hatte. Egal, was im Wege ist, können wir damit entfernen. Objekteingabe entfernen. Das heißt, ich kann jetzt dahin gehen und kann im Prinzip nur die Löschen-Taste drücken und dann ist die Balle weg.
Dasselbe gilt natürlich für Paletten, für egal was, außer natürlich Werkzeuge und Fahrzeuge, Anhänger und so. Das ist natürlich davon nicht betroffen. Was betroffen ist, sind zum Beispiel Bäume. Ich kann jetzt hier hingehen und sag lösche und dann ist der Baum weg. Ciao, auf Wiedersehen. Auf nicht wiedergesehen auch. Na, ich kann auch hier entfernen, weg ist. Auch hier, egal was es ist, außer natürlich Werkzeugen und Maschinen, die werden nicht entfernt. So. Ja, doch, sogar auch der Anhänger ist sogar weg. Das ist wunderbar. Einfach alles, was in der, was nicht ein Placeable ist, wird entfernt. Dann Teleport Figur Map Auswahl. Das heißt, ich kann hier draufklicken. Dann klicke ich mal, sagen wir mal, hier drauf, sage die Zielrichtung und dann befinde ich mich da. Sehr schnell und sehr praktisch, wenn man kurz mal hin und her gehen muss. Zusätzlich zu der Map Auswahl gibt es noch die Möglichkeit, per Koordinaten das zu festzulegen. Wenn ich jetzt zum Beispiel eingebe 500, dann Leerzeichen 500. Bestätige das, dann werde ich zu diesem Punkt gebracht. Die Koordinaten hier sind also 500 und 500. Ich kann auch sagen, ich will direkt zu Feld 4 gehen. Dann stehe ich mitten im Feld 4. Und da kann ich hier natürlich jedes Feld auswählen, was ich möchte. Feld 82. Oder dann wieder die Map-Auswahl, wo ich dann sagen kann, wohin ich gehen möchte. Dann Fahrzeug umdrehen. Also ihr könnt sehen hier, dieses Fahrzeug hat sich leider schlafen gelegt, zur Seite gelegt. Ich kann hier hingehen, also in die Nähe des Fahrzeugs gehen, das anschauen, Fahrzeug umdrehen, dann klicke ich drauf und schon steht das Teil. Field of View einstellen, das heißt, ich kann hier einstellen, welches Field of View oder welchen Blickwinkel ich einnehmen möchte. Standardmäßig habe ich 90 Grad. Ich kann das hier jetzt aber einstellen auf 30 und mit Enter, dann drücke ich da drauf und dann habe ich diese Ansicht schön eingezoomt, also man sieht dann besser die Details, die Details hier. Ich kann das natürlich auch ändern, ich kann es auf 135 Grad setzen, dann habe ich diesen Anblick hier. Oder ich kann es natürlich zurücksetzen auf Standard, auf das, was ich eingestellt habe im Hauptmenü. Das sind meine 90 Grad. Qualität einstellen und da entfernen wir den Hintergrund. Können wir einstellen hoch, sehr hoch, niedrig. Da können wir sehr schnell können wir da Änderungen vornehmen. Dann zu den Sammlerstücken. Diese Karte hat keine Sammlerstücke. Aber wenn man das so möchte oder eine Karte hat mit Sammlerstücke, dann kann ich hier einstellen, welche mir angezeigt werden sollen. Wenn ich sage angezeigen 0%, das heißt, ich habe noch keins gefunden und ich möchte, dass sämtliche Sammlerstücke auf der PDA angezeigt werden. Wenn ich es so einstelle, dann soll es mir die Sammlerstücke anzeigen, sobald ich 70% gefunden habe, so dass ich noch die restlichen dann finden kann. Oder das natürlich noch weiter einzuschränken auf 90% oder zurück auf Standard. I3D Cache löschen, da habe ich keine Ahnung, deswegen werde ich das auch nicht anfassen. Deswegen habe ich auch eingangs gesagt, es gibt verschiedene Punkte, die werde ich nicht besprechen, weil ich sie a nicht kenne und zweitens auch nicht weiß, welche Auswirkungen dies haben könnte. So, wir gehen zum nächsten Tab und zwar haben wir hier die Möglichkeit zu sagen, Superstärke an oder aus. Also, ja. Ich habe es jetzt ausgeschaltet. Ich kann jetzt hier hingehen und nichts passiert. Ich kann sie einschalten und kann den Traktor jetzt herum bewegen. Hüpfhöhe einstellen. Das heißt, standardmäßig kann ich ja so dieses Hüpfen hier. Das ist ja bekannt. Ich kann die Sitz aber erhöhen. Auf vierfach zum Beispiel. Dann habe ich einfach, wahrscheinlich kann ich den Weltrekord im Stabhochsprung ohne Stab machen. Ich kann das maximieren bis zu 10-fach.
Das heißt, das ist dann dieser Effekt hier. Third-Person-Ansicht, das heißt, das ist diese Ansicht hier. Nicht zu vergleichen mit der Third-Person-Mod, die rausgekommen ist, die erlaubt zu zoomen. Das erlaubt dieses hier nicht. Das ist tatsächlich wirklich nur einfach, um den Charakter zu sehen. Baumstammmarkierung an. Wenn ich jetzt die, habe ich hier die Baumstammmarkierung an. Wenn ich diese jetzt ausschalte, kommt diese Markierung nicht zum Vorschein. Dann kann ich sie dann wieder einschalten. Der Aim-Marker ist natürlich das kleine Crosshair. Das ist dieses hier. Ja, ihr seht es in der Mitte. Das kann man hier ein- oder ausschalten. Renngeschwindigkeit einstellen. Also Standardrennen ist so, das ist das Gehen, das ist das Rennen. Das kann ich hier schneller machen, bis und mit 14-fach. Also ich gehe jetzt mal auf 8-fach. Das ist dann einfach, man rennt dann entsprechend schneller. Ne? Betrifft nur die Renngeschwindigkeit. Ich kann das ausschalten. Und dann bin ich wieder zurück auf Standard. Dann kann man eine Taste für schnelles Rennen festlegen. Die kann man ein- oder ausschalten. Im Multiplayer kann man hier dann entsprechend auswählen, zu welcher welche Figur zu welcher Farm gehören soll. Und dann kommen die Debug-Informationen. State Machine Debug und Jump Debug. Die habe ich alle aus und die kenne ich auch nicht. Deswegen gehe ich auch nicht weiter auf diese Punkte ein. Wir kommen zum Objekt- und Produkt-Tab. Und zwar kann man hier hinzufügen Rund- oder Quaderballen. Man kann einstellen, was für eine Balle das ist, Stroh, Silage und so weiter. Kann sagen, bei den Silage und den Grasballen kann man sagen, ob die gewickelt sein kommen, ob die gewickelt sein sollen oder nein. Das heißt, wenn ich jetzt sage, Quaderballe 240 cm soll eine Heuballe sein und dann fällt die einfach so vom Himmel. Wenn ich hier auf verfügbare Ballen klicke, sehe ich, welche Ballen verfügbar sind. Also Breite 1,20, Durchmesser 1,25 ist verfügbar. Gras, Heu, Stroh und Silage. Und dann 1,50 Meter gibt es Gras, Heu, Stroh und Silage und so weiter. Dann kann man sehen, welche Ballen auf dieser Karte verfügbar sind. Es gibt ja Karten, da gibt es noch Alpha-Alpha-Ballen und so weiter. Die können dann, die würde man dann auch hier dann auch aufgelistet sehen. Dann fermentierte Ballen, da kann man sehen, welche Ballen fermentiert sind, also welche schon fertig vergoren sind. Ort eines Ballenanzeigens, das kann man einschalten und wenn wir dann in die PDA gehen, sehen wir dann, die Ballen sind dann orange hinterlegt. Ja, das ist die, die wir gerade gemeinsam gespawnt haben. Ort einer Palette anzeigen. Wird auf der PDA so angezeigt. Das ist hier grün. Genauso wie wir Ballen hinzufügen können, können wir auch Paletten spawnen. Und zwar haben wir hier Untermenüs einmal landwirtschaftliche Produkte. Das ist zum Beispiel Mist, Mineralfutter, Siliermittel, Setzlinge, Zuckerrohr, Pappel, Kartoffeln, Schweinefutter, Mischration. Dann die General, das sind dann Stoff, Streusalz, Tomaten, Trash. Und das sind... Gibt es auch Fülltypen, die sind nicht verfügbar, die sind gar nicht da, aber es sind einfach jetzt mal hier aufgelistet. Aber das sind auf jeden Fall, hier kann man diese Sachen dann spawnen. Fruchtsorten, Cranberry und so weiter, das ist klar, das sind dann diese Fruchtsorten, die angebaut werden können. Und dann zurück zu allem. Das heißt also, ich mache jetzt hier den Hintergrund weg, habe gesagt, Bretter sollen kommen, dann kommen hier Paletten mit Bretter. Rot, wunderbar, das sind dann diese Paletten hier. So, dann kann auch Holz gespawnt werden und zwar gibt es hier verschiedene Möglichkeiten, Ulme, Schupfen und was auch immer. Pinie, alles kann man spawnen lassen, man kann einstellen, wie lang das Stück sein soll, was gespawnt wird. Ja, und dann fällt das vom Himmel. Wenn man auf einem Silo oder Verkauf oder Kaufträger steht, also zum Beispiel hier jetzt im Silo, kann ich auch Tip to Trigger wählen und dann kann ich sagen, ich möchte reinmachen Raps und dann sage ich mal 2398 Liter
Und dann können wir jetzt hier sehen, da befinden sich die 2398 Liter Raps in diesem Silo drin. Wir können das Raps auch wieder entfernen. Jetzt ist das Raps wieder aus dem Silo raus. Ich kann jetzt sagen, ich möchte Sojabohnen reinmachen. Ich möchte jetzt das füllen. Dann habe ich jetzt 2 Millionen Liter Sojabohnen drin. Ich kann die auch wieder rausmachen. Und weg sind die. Dann gibt es Tip to Ground. Das heißt im Prinzip, dass man diese Fruchtarten einfach mal auf den Boden kippen soll. Und zwar kann man festlegen, auf welcher Länge das passieren soll. Und dann kann man die Menge einstellen. Ja, das ist dann hier ein bisschen Baumwolle. Da haben wir Oliven, haben wir Zuckerrübenschnitzel. Dann Clear Tip Area. Da kann ich sagen, ich möchte jetzt hier Oliven im Radius von 20 Meter entfernen. Oder ich möchte hier die Zuckerrübenschnitzel im Radius von 10 Meter entfernen. Dann ist ein Teil weg, weil ich habe mehr natürlich hingemacht gehabt. Da ist ein Teil ist weg. Sieht ein bisschen komisch, lustig aus. Das kann man auf jeden Fall so entfernen. Show Tip Collisions, das interessiert mich nicht. Dann können wir Ballen entfernen. Und zwar ist es so, dass hier dann die Frage kommt, sind Sie sicher, dass Sie alle Objekte von der Map entfernen möchten? Das heißt, alle Ballen können auf einmal entfernt werden. Und da sind die ganzen Ballen weg. Dasselbe mit den Paletten. Die Paletten verschwinden alle. Baumstämme können auch alle entfernt werden. Können wir hier auf der rechten Seite sehen. Zack, sind die ganzen Baumstämme weg. Praktisch ist natürlich auch, wenn Baumstümpfe stehen bleiben und man findet die dann nicht mehr, kann man diese komplett alle entfernen. Dann gehen wir zum Tab Fahrzeuge. Und zwar können wir hier, wenn wir in der Nähe stehen von einem Fahrzeug oder sogar drin sitzen und wir sehen, dieses Fahrzeug spackt ein bisschen rum, kann man sagen, neu laden. Dann klicken wir da drauf und das wird das Fahrzeug neu geladen. Man kann wählen, neu laden und zurücksetzen oder nur neu laden. Fahrzeug analysieren, das weiß ich leider nicht, was hier passieren könnte. Wenn ich jetzt mal in das Fahrzeug reinsitze, kann ich sagen, auffüllen auf 1. Und zwar gibt es hier natürlich nur Diesel. Das kann ich, dann kann ich sagen, zum Beispiel leer. Dann stoppt der Motor, weil sich kein Diesel mehr im Tank befindet. Dann kann ich wieder auffüllen auf 1. Dann kann ich sagen, einstellen. Dann kann ich 50 Liter Diesel hinzufügen, zum Beispiel. Und dann startet er wieder und hat 50 Liter Diesel drin. Wenn ich in diesem Fahrzeug drin sitze, was ein Anhänger dran hat zum Beispiel, dann kann ich jetzt sagen, auffüllen auf 1. Dann kann ich sagen, zum Beispiel Sorghumhirse einstellen, sage ich mal 3560 Liter. Zack, dann habe ich 3560 Liter Sorghumhirse drin. Ich kann das wieder auf leer stellen, dann ist es wieder leer. Dann kann ich auch einstellen, füllen, dann habe ich 8000 Liter drin, wieder leer machen und so weiter. Toggle Cover, ich kann, ja, hier kann ich einfach sagen, Abdeckung drauf oder drunter. Ich kann den Schmutzzustand komplett einstellen und zwar, sage ich mal, 100%. Dann ist alles komplett schmutzig. Ich kann sagen 50% schmutzig, ich kann entfernen 50%, dann ist hier natürlich wieder sauber. Hinzufügen kann man im Prinzip machen, wie man den so möchte. Kraftstofflevel natürlich wieder füllen, das ist das, was wir schon gesehen haben. Da kann man sagen füllen oder einstellen oder leer machen. Füllen, dann ist jetzt der Tank wieder voll. Set Power Consumer, da habe ich leider auch keine Ahnung, was dies bedeutet. Motorentemperatur können wir hier einstellen, eintippen. Betriebszeit können wir eintippen. Wir können sagen 250 Stunden zum Beispiel. Und dann können wir sehen, dass der Traktor jetzt eine Betriebsdauer oder Betriebszeit von 250 Stunden hat. Fahrzeug entfernen. Wenn man da drauf klickt, werden alle Fahrzeuge aus der ganzen Karte gelöscht. Scheibenwischerzustand, kann man sagen, der Regensensor ist an, das heißt, sobald es regnet, gehen die Scheibenwischer an. Der ist dann auch aus, das heißt, der will gar nicht angehen. Wir haben Zustand 1,
Das heißt, der bewegt sich kontinuierlich. Zustand 2, Zustand 3, 4, 5 bis zu Zustand 9, wenn denn das Fahrzeug solche Zustände drauf hat. Regensensor und so weit ist wieder gut. Fahrzeug wie weit entfernt, das heißt, wenn ich jetzt aus dem Fahrzeug aussteige und ein bisschen weggehe, sehe ich beim Fahrzeug, ich bin jetzt 25, 22 Meter vom Fahrzeug entfernt. Wenn jetzt noch mehrere Fahrzeuge da stünden, würde man zu allen in der Nähe sich befindenden Fahrzeugen die Distanz sehen können. Vehicle-Debug, Zustand und Spanngurte-Debug werde ich nicht besprechen. Das sind natürlich für die Modder an sich. Dann gehen wir zu der nächsten Abteilung oder wir gehen zum nächsten Tab. Und zwar sind das die Placeables. Produktionen sind im NPC-Besitz. Da können wir sagen, Eigentümer festlegen. Wir können sagen, meine Farm oder NPC. Und das ist praktisch, wenn auf einer Multiplayer Server Sachen verteilt werden müssen. Also wenn wir jetzt hier sehen, ich habe keine Produktionsgebäude, die zu meiner Farm gehören. Ich kann jetzt im NPC-Besitz befindliche Produktionen aufrufen und den Eigentümer festlegen und alles an meine Farm überschreiben. Dann können wir sehen, dass ich hier die gesamten Produktionen jetzt unter meiner Kontrolle habe und das kann man natürlich wieder ändern. Dann kann man den Zustand einstellen und zwar kann man sagen, dass alle Produktionen aus sein sollen oder ein oder aus. Wenn ich jetzt das meiner Farm zuschreibe, kann ich hier Zustand einstellen, alles an oder aus. Es ist alles aus. Ich kann bei allen Produktionen aufs Mal festlegen, ob direkt verkaufen, verteilen oder behalten eingestellt werden soll. Und ich kann alle Inputs oder Outputs kann ich dann entsprechend befüllen oder leer machen. Also Inputs, alles füllen, Maximum und OK. Das heißt, im Prinzip sollten jetzt bei allen Produktionen die Inputs alle komplett voll sein. Wie wir hier sehen können, ist alles komplett gefüllt. Ich kann natürlich auch das wieder sagen, leer machen und dann sind die auch wieder leer. So, dann können wir sehen, Liste der Produktionsstandorte. Das sind alle auf der Karte eingebauten Produktionen. Sagen wir mal die Bäckerei, das ist PP3. Wenn ich jetzt sage, PP3 soll jetzt zu mir, also zu meiner Farm, dann sollte jetzt die Bäckerei zu uns gehören, was in der Tat auch so ist. Auslieferung Mapping wird anzeigen und was jetzt hier natürlich noch nicht der Fall ist, weil keine laufenden Produktionen da sind, die schon was produziert haben, werden hier dann angezeigt, welche Produktionsstätten wie eingestellt sind, wie zum Beispiel direkt verkaufen, verteilen und so weiter und so fort. Das wird dann hier dann angezeigt. Im Moment ist das noch nicht so, weil wir natürlich noch nicht nichts haben, was hier produziert worden ist. Produktionspunkte Debug, Testbereich anzeigen, Platzierungskollision anzeigen, die werde ich nicht besprechen, weil ich das nicht für uns oder nicht für mich gedacht ist. In dem Sinne, das ist für Mapper und Modders. Reload NL 16 bis 22 bis 2000, das sollte eigentlich bedeuten, dass alle Produktionsstätte in einem Umkreis von 30 Meter neu geladen werden. Dasselbe ist Reload Placeables, aber nicht nur auf 30 Meter, sondern auf der ganzen Karte. Dann Placeables entfernen. Dann kommen wir zum Felder- und Farmland. Hier können einige Sachen eingestellt werden und die könnten sehr spannend sein, wenn man ja einfach Sachen ausprobieren und testen will. Also Feldfrucht festlegen. Ich befinde mich gerade auf Feld Nummer 3. Da kann ich einstellen, was soll da drauf soll. Gerste drauf, Raps, Hafer. Dann Wachstum soll gesetzt werden, gesät oder Wachstum 1, 2, 3 und so weiter. Bodenleier, Düngemittel ist drauf, Mist ist drauf, Gülle ist drauf und das kann man hier also festlegen. Düngemittel ist drauf 50%, gepflügt ist es nicht. Unkraut kann man sagen, klein wachsend, teilweise klein verwelkt und so weiter. Gibt es alle Möglichkeiten, die man haben möchte. Kalk ja, ist gekalkt, Unkraut ist vernichtet, ja oder nein, ist der drauf, Herbizid ist das schon gesprayt oder nicht, muss gewalzt werden, ja oder nein, Steinezustand und so weiter kann alles eingestellt werden.
soll das Farmland gekauft werden, ja oder nein, und dann bestätigen und dann zurück, und dann hat sich hier alles geändert. Hier ist jetzt gekalkt, das können wir noch sehen, das ist da, die drauf ist drauf. Bodenzustand kann hier natürlich auch nachgestellt werden. Dann, wenn Reben verbaut sind, können hier den Zustand der Reben entsprechend eingestellt werden. Das Rebenaussehen kann dann natürlich auch abgedatet werden. Dann beim Feld 3, wo wir jetzt gerade sind, da können wir Unkraut hinzufügen. Da kann man sehen, jetzt ist alles voller Unkraut hier. Wir können es auch wieder entfernen. Dasselbe mit Lesesteinen. Wachstum vorantreiben. Wachstumsperiode festlegen, das kann man hier auch alles einstellen. Dann kann man den Farmlandbesitzer festlegen, also Farmland, das ist das hier. Dann sagen meine Farm, Farmland 1, 2, 3, das kann man hier alles einstellen. Das PDA, Felder Overlay, kann eingestellt werden, wie oft sich das aktualisieren soll. Das heißt, normalerweise ist es jede Minute. Und dann natürlich kann man auch sagen, jetzt aktualisieren, und dann wird das PDA auf der Karte automatisch neu geladen. Felder-Debug-Zustand geht wieder ein Thema, das ich nicht ansprechen werde. Des Weiteren gehen wir auf die Umgebung, und zwar können wir hier einstellen, welcher Tag es sein soll. Also es ist August, da kann eingestellt werden, es soll jetzt 16 Uhr sein im August. Dann kann ich sagen, es ist 16 Uhr. Dann wird die Zeit umgestellt. Jetzt ist 16 Uhr im August. Ich kann die ganze Umgebung neu laden. Wetter neu laden. Wettereinstellungen kann ich machen. Entweder sonnig, wolkig, regnerisch, sonnig, Variation 1, 2, 3 kann ich zufällig machen. Hier sind die Informationen, was es für Möglichkeiten gibt. Ich sage jetzt, es ist sonnig. Zufällig, ich sage jetzt Variation 3, dann sage ich Variation 1, dann hat es ein paar Wölkchen da, Variation 1, noch weniger Wölkchen, dann sage ich mal zufällig. So, das ist auch Sommer, sonnig, dann wolkig. Das sind dann diese Möglichkeiten. Dann hinzufügen, wolkig, regnerisch. Das heißt, es wird dann hinten angehängt, und dann kann man sehen hier, added state rain, also Regenstatus wurde hinzugefügt, und das startet in 1140 Minuten in Game. Dann kann ich natürlich auch alle Reifenspuren entfernen. Das wird jetzt hier natürlich noch nicht wichtig sein, weil wir noch gar keine haben. Wetter-Debug ist auch etwas, was ich nicht ansprechen kann, weil ich es nicht weiß. Zufällige Windeinstellung kann eingestellt werden, natürlich, aus welcher Richtung dieser Wind kommen soll, und auch in welcher Stärke wird das komplett zufällig generiert. Die beiden Seasonal Shader Debug und Umgebungsmaske Debug ist ausgeschaltet, und die werde ich auch nicht berühren. Dann kann ich Schnee hinzufügen. Ich weiß nicht, ob diese Karte Schnee mit eingebaut ist oder nicht. Das weiß ich nicht. Deswegen kann ich es wahrscheinlich auch nicht generieren hier, weil wahrscheinlich auf dieser Karte Schnee gar nicht hinterlegt ist. Dann natürlich auch Schnee entfernen. Dann kann ich sagen, Salz hinzufügen. Das ist natürlich, um den Schnee zu entfernen. Ja, das wäre mal der Überblick. Wir haben natürlich noch das Informationsmenü. Da könnt ihr zu jedem Punkt könnt ihr noch eine Beschreibung dazu finden. Ja, das wäre mal der Überblick über das Easy Development Tool. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es war hilfreich und informativ. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne den Daumen da. Holt euch doch das Abo ab, wollt ihr keine weiteren Videos auf dem Kanal verpassen. Sei es Mod-Videos, die herauskommen fast täglich zu den Mods, die im Giants Mod Hub freigegeben werden. Oder auch Let's Plays und Livestreams, die auch auf dem Kanal regelmäßig stattfinden. Dann würde ich mal sagen, ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns heute Abend wieder. Danke, tschüss und hasta luego.